Hi, ich bin Carina, ich bin 32 Jahre alt. Ja, und ich bin der Max, ich bin auch 32, wir wohnen zusammen. Wir haben uns verlobt und haben jetzt vor, unsere kleine Wohnung hier noch ein bisschen zu renovieren. Wir hatten den Universalsprayer von Wagner, mit dem waren wir super zufrieden. Aber da wir hier jetzt ein relativ großes Projekt haben, wo wir eben auch die Decken mitmachen wollen, haben wir uns einfach noch mal im Baumarkt beraten lassen. Der Airless Spray ist anscheinend ganz neu auf dem Markt. Mal ausprobieren, wie es wird. Also ich bin vom Beruf Grafikdesigner, deswegen lege ich schon Wert auf Details. Wir hoffen uns einfach, dass es präzise ist. Das heißt, dass wir einmal drüber gehen, dass das Ergebnis wirklich schön flächig ist. Das Abkleben haben wir schon gemacht. Ich hoffe, dass wir den Raum in einer halben Stunde circa hinkriegen. Dann wollen wir das heute mal ausprobieren. Okay. Das ist neu. Das hatte das alte Gerät nicht. Das sind zwei verschiedene Aufsätze. Okay, die 311 ist für dünnflüssige Arbeitsstoffe, Acrylfarben, Kondierung in Weizen. Mhm. Da gehört der rote Filter dazu. Und dann gibt es 515 für dickflüssige Arbeitsstoffe wie Innenanstriche, Latexfarben. Das heißt, wir brauchen den 515. Zum Verstreichen, ja. Okay, und der Filter weiß, der steht, der ist schon enthalten. Jetzt auch ein Pfeil drauf. Das ist jetzt der Unterschied, oder? Der arbeitet mit Druck gegenüber dem anderen, der mit Luft arbeitet. Dadurch, dass da 100 Bar durchgehen, würde ich halt schon sicher sein, dass der Schlauch fest an dem Gerät dran ist, damit der mir nicht irgendwo abhaut und dass es auch nicht undicht ist und dass ich auch die Farbe an die richtige Stelle kriege. So, wir haben die Wohnung jetzt umgebaut, haben alles in die Mitte getan, damit man irgendwie außenrum vernünftig arbeiten kann. Und jetzt werden wir als erstes den Wassertest machen und dann schauen wir mal, ob das Ganze so läuft, wie wir das vorstellen. Ja, ich würde das jetzt als erstes ausprobieren, dass ich das Ganze richtig zusammengebaut habe, dass ich die Anschlüsse richtig festgemacht habe. Und wenn es zirkuliert, funktioniert alles von meiner Seite aus richtig und dass ich halt den menschlichen Fehler ausschließen kann. Und wir gucken, dass alles dicht bleibt. Genau. Okay, wunderbar. Ist alles dicht? Ja. Cool, dann können wir das Ganze mit Farbe probieren. Genau. Für die Farbe packen wir jetzt aber den Deckel drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. So, wir fangen mit der Decke an. Dafür ist unser Gelb vorbereitet. Wir waren im Baumarkt und da haben die uns die Düsenverlängerung noch empfohlen, weil wir können das Ganze mit einer Leiter machen, aber das ist ein bisschen nervig, deswegen vor allem für mich, weil ich so klein bin, dachte ich. Wir haben auch noch ein paar Schutzmasken gegen den Sprühnebel. Ich hab's falsch schon gemacht. Ja. Wir haben jetzt die Decke fertig und wollten jetzt mit unserer zweiten Farbe anfangen, die Wände zu machen. Dazwischen haben wir noch das Gerät wieder gereinigt, dass die ganze Farbe draußen ist und dann würde ich jetzt die neue wieder reinkippen. Gut, kannst losgehen. Fertig gekriegt mit der Verlängerung, wo sogar ich es hingekriegt habe als Zwerg. Und wir bauen jetzt die Verlängerung wieder ab, das normale Ventil vorne dran, die Düse, und machen dann den Rest wieder runter dazu. Das ist jetzt ja schon unser zweites Wagner-Gerät, das wir ausprobieren durften und bin auch wie beim ersten begeistert, weil man einfach super schnell vorankommt. Es sieht halt auch einfach viel besser aus, wie wenn man selber... Man sieht es hinten, wir hatten ja eine schwarze Wand hinter dem Bildschirm von unserem Vormieter und wir sind nur einmal drüber gegangen und es deckt perfekt. Besonders angenehm war eigentlich, dass wir das Gerät super schnell zusammenbauen konnten, dass wir es gleich einsetzen konnten, dass sie für jeden Anwendungsfall ein Gerät haben und dann hatten sie zum Beispiel auch so eine Verlängerung.
Also das ist immer das Problem, wenn man Wände streicht, dass man nicht oben hinkommt als Frau, und das hat es wirklich erleichtert. Man muss sich ein bisschen an den Druck gewöhnen. Einfach einmal ein bisschen aufprobieren auf einem Karton, um zu gucken, wie es rauskommt, und dann eigentlich drauf los. Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, dass diese Leute sich mit dem Baumarkt auseinandersetzen, welche Farbe sie holen, dass sie wegen der Verdünnung dann aufpassen müssen. Man sieht es ganz gut im Sprühbild, wenn man es auf dem Karton ausprobiert. Wenn es an der Seite noch ein bisschen dick wirkt, dann ist es noch ein bisschen zu dickflüssig und einfach ein bisschen Wasser nachgeben. Und es ist halt nicht so stressig, wie wenn man es halt mit sonst noch was macht. Es führt zu keinem Streit. Ja, es führt zu keinem Streit, was quasi die Liebe auf jeden Fall stärkt. Man hat ja auch gemerkt, dass ich dann am Schluss gar nicht mehr ran durfte. Und ich durfte nur noch die Decke machen und du hast die ganzen Wände fertig gemacht. Es hat echt so viel Spaß gemacht, dass man gar nicht aufhören wollte. Ja. Wir haben schon bei ganz vielen Freunden geholfen, die Wohnung zu streichen, und es war jedes Mal ein Graus. Und unsere Freunde dürfen uns jetzt auch für ihre Umzüge buchen, ohne dass wir keinen Bock drauf haben. Soll es irgendwann mal ein Kinderzimmer geben, werden wir es auf jeden Fall einsetzen, weil... Aber die Frage ist, welche Farbe wir dann nehmen. Ja, es kommt natürlich darauf an, was es wird. Auch wahr. Bleiben wir dabei.